Diesen Eindruck hatte ich nicht gewonnen. Ein Konzentrationslager ist keine Menschenvernichtungsstätte. Ich muss sagen, schon der erste Besuch in einem Konzentrationslager, ich erwähne, dass der erste Weimar-Buchenwald gewesen ist, brachte für mich eine außerordentliche Überraschung. Das Lager liegt auf waldigen Höhen mit wunderbarem Fernsicht. Die Anlagen sind sauber, frisch gestrichen, viel Rasen und Blumen. Die Häftlinge waren gesund, normal ernährt, braun gebrannt. Von irgendeinem besonderen Tempo der Arbeit. When are you speaking of? When are you speaking of? Ich spreche von dem Beginn meiner Untersuchungen, Juli 43. Welche Delikte haben Sie festgestellt? Verzeihen Sie, darf ich fortfahren? Fassen Sie sich etwas kürzer. Die sonstigen Lagereinrichtungen waren tadellos in Ordnung, besonders der Krankenbau. Die Führung des Lagers in Händen des Kommandanten Pfister war darauf abgelegt, den Häftlingen ein menschenwürdiges Dasein zu bereiten. Die Häftlinge hatten freien Postenbriefverkehr. Sie hatten eine große Lagerbücherei, selbst mit fremdsprachlichen Werken. Sie hatten Varieté, Film, sportliche Wettkämpfe und sogar ein Bordell. Ähnlich wie im Buchenwald sind ungefähr alle anderen Konzentrationslager eingerichtet gewesen. What was it they even had? Ein Bordell.